Guten Tag, liebe Zuschauer und Naturfreunde. Heute zeige ich euch mal meinen Naturgarten, wie er am Anfang des Monats Mai ausschaut. Begleitet mich doch einfach bei meinem kleinen Rundgang. Die Vogelkirschen stehen jetzt in voller Blüte. Wir haben hier in unserem Garten eine ganze Menge Vogelkirschen stehen. Die haben wir allerdings nicht selbst gepflanzt, sondern das haben die Vögel getan. Als wir hier einzogen, gab es hier noch keine Vogelkirschen, sondern nur zwei ganz normale gezüchtete Kirschbäume. Und jetzt haben wir eben auch diese Wildkirschen, die jetzt Anfang Mai schön blühen und die immer gut besucht sind von Bienen, von Hummeln, von der Holzbiene, von Schmetterlingen, von zahlreichen anderen Insekten. Daneben steht jetzt die Birke, die wird auch langsam grün, ist auch schon recht groß geworden. Ja, das sieht immer herrlich aus und sie duften auch sehr schön, diese Vogelkirschen. Die sind übrigens auch essbar, sie schmecken bloß ein bisschen bitter. Aber das geht schon, man kann sie essen. Seht mal, wie schön die Taubnesseln noch blühen. Sie blühen schon seit März, aber jetzt Anfang Mai stehen sie immer noch in voller Blüte. Und jeden Vormittag werden sie auch von zahlreichen Hummeln aufgesucht. Weil dann ist es hier sonnig an der Stelle und dann gehen hier auch die Insekten hin. Jetzt haben wir ja schon abends, deswegen sind die Hummeln jetzt schon mehr oder weniger zur Ruhe gegangen. Ein paar hört man noch summen, aber die meisten haben sich schon zurückgezogen. Ja, Taubnesseln sind sehr, sehr wichtig für den Naturgarten. Wenn man den Rasen zu oft mäht, dann kommen sie nicht. Deswegen sollte man den Rasen ein bisschen wachsen lassen, damit auch die kleinen Wiesenblumen eine Chance haben. Denn sie sind eine wichtige Futterquelle für zahlreiche Insekten. Ja, und natürlich ist der wunderschöne Löwenzahn, der jetzt ebenfalls blüht, eine sehr wichtige Futterquelle für Insekten. Besonders gerne Faunaugen gehen ran, aber auch Bienen nehmen hier gerne ihre Nahrung auf. Sie sind nicht nur wunderschön, sehen aus wie kleine Sonnen, die Löwenzähne, die bei uns übrigens auch Eierstauden heißen hier im Hohen Fläming. Sie sind also nicht nur besonders schön, sondern auch sehr, sehr nützlich. Und aus den jungen Blättern des Löwenzahns kann man sich dann auch einen Salat zubereiten, der sehr gesund ist. Ja, das war eben ein fleißiges Bienchen, was auf einem Löwenzahn Honig gesammelt hatte. Hier sehen wir eine Weinbergschnecke beim Wassertrinken. Die befindet sich hier bei einem Eidechsenhaufen, wo sonst immer meine Zauneidechsen rumkrabbeln. Und hier in diesem Haufen, in dieser Burg, hat sich eben auch eine Weinbergschnecke angesiedelt. Weinbergschnecken sind sehr schöne große Schnecken und stehen auch unter Naturschutz. Ja, dieses Schälchen habe ich hier, damit die Zauneidechsen immer etwas zu trinken haben. Und scheinbar bedient sich hier auch gerne die Schnecke draus. Das, was ihr da eben habt huschen sehen, war eine von unseren Zauneidechsen. Da ganz in der Nähe ist auch das Weibchen zu sehen. Das Grüne ist das Männchen.
so, ich habe mich jetzt kurz mal zurückgezogen. Eben habe ich ja nicht gesprochen. Das, was ihr da am Fuße des Eidechsenhaufens oder der Reptilienburg gesehen habt, das waren zwei Zauneidechsen. Ich vermute, dass die beiden gerade bei der Paarung waren. Deswegen war ich auch ganz still und habe nichts gesagt. Hier in dieses Beet hatte ich vor ein paar Wochen Petersilie gepflanzt. Ich schaue mir mal an, wie weit die Petersilie schon ist. Weil Petersilie ist immer ein sehr schönes Gewürz für die Küche. Ja, es sind schon überall kleine Pflänzchen zu sehen. Ganz zarte junge Petersilienpflänzchen sind schon am Kommen. Ja, sehr schön. Hier habe ich einen neuen Platz für die Wildtiere des Gartens geschaffen. So habe ich hier eine große Wurzel hingelegt
wo sich die Tiere gut drunter verstecken können oder auch da drin spielen können. Und dann habe ich einen Stein gefunden, der eine natürliche Vertiefung hat. Das ist dieser hier. Und da kann man in die Mitte sehr gut Wasser füllen. Dann ist hier eine kleine Tränke für die Tiere, vor allem für die Vögel, aber auch für Eidechsen und andere Gartentiere. Die nehmen nämlich ihr Wasser am liebsten aus natürlichen Materialien, so aus ausgehöhlten Steinen und solchen Dingen oder aus Pfützen. Deswegen ist so ein Stein mit einer natürlichen Mulde, wo man Wasser reintun kann, natürlich optimal für den Garten, um die Wildtiere sozusagen in trockenen Zeiten zu ernähren. Wir haben natürlich auch den kleinen Gartenteich, aber aus solchen natürlichen Tränken nehmen die Tiere am liebsten Wasser auf. Jetzt blüht hier auch der schöne blaue Gundermann, der ebenfalls eine natürliche Wildpflanze ist, eine einheimische Pflanze, der auch allerlei Heilkräfte aufweist, auch als Gunderebe bekannt. Und es ist so die Zeit, wo er besonders üppig blüht, Ende April, Anfang Mai. Diese Pflanzen hier, die direkt am Ufer unseres kleinen Gartenteiches wachsen, das sind übrigens Weidenröschen. Diese Weidenröschen sind auch von alleine gekommen, die haben wir hier nicht angepflanzt. Sie blühen dann im Sommer und die Blüten sehen so ähnlich aus wie die der Wildrose, deswegen der Name Weidenröschen, wegen ihrer rosenartigen Blüten. Jetzt blüht übrigens auch das Schöllkraut. Das Schöllkraut ist auch eine natürliche einheimische Wildpflanze und man kann den Saft dieser Pflanze ganz gut nehmen, um damit Warzen zu bestreichen, sodass diese dann abheilen. Ja, hier seht ihr nochmal den kleinen Gartenteich als wichtige Stelle, wo die Tiere des Gartens trinken können. Die Vögel, die Kriechtiere, die Amphibien, die Insekten. Aber auch Dachse und Füchse haben wir hier nachts und Marder. Sogar ein Waschbär ließ sich hier auch mal blicken. Hier haben wir mit alten Wegeplatten einen kleinen Weg angelegt. Bei uns wird alles recycelt, da wird nichts weggeworfen. Ja, und hier ist so ein bisschen Wildwuchs. Da verstecken sich gerne Mäuse, Kriechtiere und Amphibien drin. Und hier ist wieder eine kleine Reptilienburg. Wieder mit einer Wasserschüssel, damit die Tiere etwas zu trinken haben. Ja, hier ist unser kleiner mediterraner Kräutergarten. Mit Salbei, Thymian, Rosmarin und Pfefferminze und auch ein bisschen Oregano. Einfach zum Würzen, weil wir sehr gerne mediterrane Speisen essen. Eine kleine Mauer, wo sich auch Tiere drin verbergen können. Hier befindet sich eine Eberesche, die ich mal vor 20 Jahren hier eingepflanzt habe. Die ist jetzt ein schöner, großer Baum geworden. Ist jetzt auch schon mittlerweile grün geworden. Ich glaube, sie wird auch bald blühen. In ein paar Tagen wahrscheinlich schon. Hier wächst sehr viel Giersch, auch als Geißfuß bekannt. Aus dem kann man sehr schön Suppen kochen oder ihn auch wie Spinat zubereiten. Er ist roh ein bisschen giftig, so ähnlich wie grüne Bohnen, deswegen sollte man ihn immer kochen. Aber ansonsten ist er sehr schmackhaft, er wuchert sehr stark, aber man kann ihn natürlich dann essen und dann ist es nicht ganz so schlimm mit dem Wuchern. Ja, hier habe ich wieder eine kleine Tränke errichtet, wo sich die Tiere aufhalten können. Dahinter ist Efeu und wieder so ein kleines wildes Gebiet mit wilden Bäumen, wo sich sehr gerne Tiere drin verstecken. Man muss den Tieren immer wieder Rückzugsmöglichkeiten bieten. Deswegen immer wieder so kleine Orte der Wildnis schaffen, wo Gestrüpp ist, wo Hecken sind,
wo dichter Efeu wächst. Hier verbergen sich gerne Rötelmäuse drin. Ja, wir haben sehr viele Wildtiere in unserem Garten und auch sehr viele Insekten und Vögel. Die fühlen sich bei uns immer wohl. Hier sieht man das Haus, das alte Haus von 1860. Das ist jetzt auch schön mit Efeu bewachsen. Zuerst blühen ja die roten Taubnesseln, die fangen schon im März an zu blühen und blühen jetzt immer noch. Aber hier haben wir jetzt auch eine weiße Taubnessel. Die weißen Taubnesseln, die kommen etwas später, sind auch etwas größer als die roten Taubnesseln, werden auch sehr gerne von Bienen und Hummeln aufgesucht. Und die weiße Taubnessel ist auch eine wichtige Heilpflanze, die besonders in der Frauenheilkunde eine wichtige Rolle spielt. Ist jetzt die Zeit, wo sie anfangen zu blühen. Das hier ist unser Komposthaufen. Da wächst auch sehr viel Efeu drumherum. Hier wieder der schöne Löwenzahn. Hier eine von mir errichtete Totholzhecke, wo Zaunkönige drin brüten. Und hier ist ein großer Haufen, den ich aus alten Wegeplatten geschichtet habe. Der ist jetzt auch schon mit Efeu überwachsen. Und da drin wohnt eine Blindschleiche. Von der hatte ich auch schon ein Video gedreht letzte Mal. Und da wohnt auch eine Rötelmausfamilie. Also gleichzeitig Blindschleiche und Rötelmäuse wohnen alle hier in diesem Haufen, in dieser sogenannten kleinen Burg. Da sie etwas im Schatten liegt, ist sie für Eidechsen weniger geeignet, aber die Blindschleiche schläft da gerne drin und sonnt sich hier tagsüber dann hier auf der Wiese. Und die Rötelmäuse sind auch gar nicht besonders ängstlich, die sehe ich hier ab und zu vorbeihuschen. Die sind ziemlich groß und haben dieses rotbraune Fell. Ja, und daneben wächst ein kleiner Holunder. So, hier geht es zwischen dem Komposthaufen und dem alten Walnussbaum, der schon sehr alt ist, entlang. Ein Trampelpfad. Auch wieder ganz viel Efeu zusammen mit Giersch. Ein wunderschönes Versteck für zahlreiche Tiere des Gartens. Hier wieder das kleine Gehölz mit Pflaumenbäumen und verschiedenen anderen Gewächsen. Und hier sieht man sie alle zusammenstehen. Weiße Taubnesseln, rote Taubnesseln und Löwenzahn. Richtig schön viel Blumen für die Insekten. Hier wärmt sich gerade ein Waldbrettspiel auf einem der Steine. Und hier auf der Seite des Gartens, da mähe ich ein bisschen immer die Wiese, dann hat nämlich der Klee auch eine Chance. Und hier wachsen auch wieder sehr viele schöne Löwenzähne. Auch hier habe ich wieder eine kleine Burg errichtet für diverse Tiere, für Reptilien, Amphibien, aber auch für Insekten. Aus Steinen und aus einem großen Holzbalken, aus einem natürlichen Holzbalken. Wie ihr seht, hat der Löcher, da können sich die Tiere dann gut verstecken, wenn sie oben drauf sitzen und plötzlich weg müssen. Dann können sie durch die Löcher nach unten verschwinden. Und das, was hier so schön blüht, das ist das Greiskraut. Das sieht man oft auf Äckern und Wiesen wachsen. Das sieht sehr schön aus, wie eine kleine Sonne. Ja, die Blüten der Eberesche werden sich bald öffnen, wie man hier schön sehen kann. Jetzt ist auch die Zeit, wo die Traubenhyazinthen blühen. Die wachsen hier so im Halbschatten.
im vorderen Teil des Gartens. Das hier sind Verwilderte. Was hier so schön gelb blüht, ist die Wolfsmilch, die auch für viele Schmetterlingsarten eine wichtige Futterpflanze ist. Da hinten flog gerade ein kleiner Kohlweißling lang. Jetzt sind auch die Brennnesseln wieder ein gutes Stück größer geworden seit März. Die Brennnesseln sind eine wichtige Futterpflanze für Schmetterlingsarten wie zum Beispiel dem Pfauenauge, dem Admiral, dem großen und dem kleinen Fuchs und auch weiteren Schmetterlingsarten. Deswegen sollte man immer eine Ecke mit Brennnesseln in seinem Garten haben. Er hier sammelt eine Hummel auf den Taubnesseln und dem Gundermann ihren Nektar und ihren Pollen. Hier könnt ihr sehen, wie aus einer der Löwenzähnen schon eine Pusteblume geworden ist. Diese Samen der Pusteblume werden übrigens sehr gerne von den Stieglitzen gegessen. Das sind sehr schöne bunte Vögel. Da haben wir auch einige in unserem Garten. Diese Samen sind eben eine wichtige Nahrungsquelle für diese Vögel. Hier sieht man einige von unseren Ringeltauben grasen. Die Ringeltauben sind wilde Waldtauben und erkennlich an ihrem weißen Halsring. Davon haben wir hier mehrere Pärchen, die brüten. Das sind recht große Tauben, die sind größer als die Tauben, die man sonst in den Städten sieht, die sogenannten Felsentauben, die aus dem Mittelmeer gekommen sind. Die Ringeltauben sind einheimische Waldtauben. Hier sieht man, wie die Taube aus unserem Gartenteich trinkt. Da kommt gerade ein großer Müllwagen vorbei, deswegen ist es so laut. Ja, trink mal schön. Ja. Wir haben auch eine Taube übrigens, auch eine Ringeltaube, die ist sehr groß und die badet sogar in diesem Teich. Die schwimmt da wie eine Ente drin rum. Das sieht immer sehr lustig aus. Na, Taubilein? Ja, die waren am Anfang sehr scheu, die Ringeltauben, aber so im Laufe der Zeit werden sie langsam zahmer. Wir haben sie auch im Winter mit Körnern gefüttert. Dadurch sind sie auch etwas zutraulicher geworden. Na, Dickerchen? Ja, man sieht auch hier wieder den weißen Halsring. Das sind eigentlich hübsche Tauben, auch wenn sie recht groß und plump erscheinen. Aber von der Farbe her sehr hübsche Tiere. Hier sieht man auch wieder ein Waldbrettspiel sitzen. Ist übrigens auch unter dem Namen Scheckauge bekannt. Ein sehr hübscher Schmetterling, der sich gerne im Walde aufhält. Und da wir hier sehr viele Bäume haben, fühlt er sich auch bei uns im Garten wohl. Hier krabbelt ein kleiner Marienkäfer, ein Siebenpunkt. Ein sehr nützlicher Läusevertilger übrigens. Ups! Er ist sehr emsig heute. Hier sieht man eine durstige Feldwespe beim Wassertrinken aus einer der zahlreichen Wasserschalen, die wir aufgestellt haben. Jetzt ist die Meise reingeflogen und füttert ihre Jungen. Jetzt ist auch ihr Partner gekommen. Das ist ein Blaumeisenpärchen, was dort brütet. Wahrscheinlich sind die Jungen schon geschlüpft und werden jetzt gefüttert. So, liebe Zuschauer, das war nun mein kleiner Rundgang durch meinen Naturgarten im Monat Mai. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und
Auf Wiedersehen.